willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Vati-Szene. Erstmal vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute spiele ich mal den Postboten. Spaß beiseite, meine Pakete sind da, ab zur Garage. Ich habe viele Pakete bestellt gehabt, also viele Bestellungen gemacht. Einen Moment, ich muss kurz hier rein. Ich weiß jetzt nicht, ob alles da ist, was ich bestellt habe. Da müssen ein paar Pakete fehlen. Und zwar für mein Coupé hier. Da sollten noch ein paar Teile ankommen. Aber mal schauen. Einen Moment. Boom. Ja, die Postboten haben es auch schwer. Ich bekomme jeden Tag Pakete fast. Heute habe ich mir gedacht, wir fahren mal mit der Limousine raus. 50 bis 100 Kilometer wollte ich heute mit dem fahren. Aber gestern kam Big Boss Papa an, meinte, guck mal vorne links wieder. Der steht jetzt seit einer Woche wieder. Ich war jetzt eine Woche in Isolation. So, guck mal hier. Man kann es, glaube ich, auch von hier erkennen. Ich muss den gleich mal aufpumpen wieder mit meiner kleinen Pumpe. Und dann habe ich mir überlegt, wir gehen den kurz abspritzen. Dann zur Tankstelle natürlich. Ich glaube, wir müssen auch tanken. Dann wollte ich noch mal die Luft kontrollieren bei der Tankstelle. Normalerweise müsste der 2 Bar haben, aber ich wollte schon ein bisschen mehr Druck in den Reifen haben, also mehr Luft. Deswegen haben wir gleich zur Tankstelle einen kleinen Control. Dann würde ich sagen, fahren wir ein bisschen raus damit und dann fahren wir einfach mal. Weil das Fahrzeug wurde jetzt wirklich über eine Woche nicht bewegt, weil ich in Isolation war. Ihr wisst Bescheid, ich werde mich jetzt testen gehen. Ich muss noch essen und ich denke mal, wir haben jetzt circa 13 Uhr. Und um 16 Uhr, wenn es alles passt, fahren wir endlich mit der Limousine raus. Denkt dran, wir haben frischen TÜV. Was mir eingefallen ist, Freunde, und zwar laut unserem neuen deutschen Gesetz FFP2-Masken. Es ist jetzt Pflicht. Ich habe jetzt mitbekommen auch, es sollen jetzt im Auto auch 2 FFP-Masken befinden. Wenn ihr eine Polizeikontrolle habt und ihr seid euch sicher, ist alles eingetragen, der Beamte findet nichts, dann die nächste Frage von dem Beamten: Wo sind denn die 2 FFP-Masken im Auto, wenn ihr keins habt? Also wenn ihr dann keine im Auto drin habt, habe ich gehört, bekommst du eine kleine Strafe. Wollte ich mal gesagt haben. Ich bin jetzt angekommen, Corona-Teststation. Wie ihr sehen könnt, nur ein Fahrzeug. Die 6 im Lotto, ansonsten immer 10, 25 Autos später. Wir haben jetzt 16.46 Uhr, nach 3 Stunden später. Ich habe mich umgezogen, wie ihr sehen könnt. Und sorry, Freunde, für die Windgeräusche. Mir ist noch etwas eingefallen. Reserverad. In den letzten Videos habt ihr ja gesehen, der Kofferraum von der Limousine hier war ja komplett leer. Einen Moment. Ich habe jetzt gesagt, bevor ich wieder irgendwo eine kleine Panne habe, packe ich auf jeden Fall mein Reserverad mit ein. Wie soll ich das jetzt machen? Einen Moment. Ich lasse das mal so. So. Boah. 20 Kilo auf jeden Fall. So. Ich pack das jetzt kurz hier rein. Ich brauche kurz Zeit. Reserverad ist drinne. Warnheber habe ich mitgenommen. Wie ihr sehen könnt, Feuerlöscher und der Rest hier, ne? Bevor wir jetzt losfahren. Hört sich geil an. Werde ich vorne links meinen Reifen wieder aufpumpen und danach nochmal zur Tankstelle einmal keine Kontrolle. Ich habe ja vorhin gesagt, denkt dran an eure FFP2-Masken. 2 Stück. Die packe ich erstmal rein, weil falls sie mich anhalten sollten, bin ich auf der sicheren Seite. Die Höhe ist eingetragen. Wir haben hier 15 Zoller drauf. Das Fahrzeug ist komplett legal. Mein Shake habe ich hier am Start. Ansonsten puppen wir jetzt auf. Dann gucken wir mal. Ich bin S-Klasse, aber keine Softclose. Dann gucken wir mal, was für Pakete ich heute bekommen habe. Ich pumpe jetzt drauf. Und dann fahren wir zur Tankstelle. Dann fahren wir zur Tankstelle, kurz abspritzen und einmal die Reifen komplett einmal abchecken lassen. Ne? Ich hatte es fast vergessen, die Pakete. Und zwar auf ein Paket warte ich die ganze Woche. In dem großen kann es nicht sein. In dem großen weiß ich schon, was drin ist. Und zwar, einen Moment, kann man das jetzt schon sehen. Guck mal die BBS an. Maschine. Was haben wir hier? Hier haben wir ganz genau 2,1 Kilo Elite Whey, 100%. Sehr, sehr gut, kann ich weiterempfehlen. Keine Werbung hier, ne? So, ich habe ja hier noch ein großes Paket. Das sind dieselben. Also habe ich jetzt 4,2 Kilo. Aber es könnte auch hier drin sein, bei dem kleinen eventuell. Leider auch nicht. Haben wir Beta-Kreatin. Wissen noch nicht viele. Falls ihr mich fragen solltet. Für die Leute da draußen,
wenn ihr Kreatin haben wollt, von welcher Marke, und zwar hier einmal ganz kurz wieder, das war's. Werde ich jetzt ausprobieren, habe ich nur Gutes davon gelesen, aber mein Paket für mein Coupé hier, für das wunderschöne Teil, ist noch nicht da, glaube ich. Ne, das ist es auch nicht. Das sind EAs, auch nur für den Körper. Schade, ich habe hier 4 Pakete, aber es ist nichts angekommen für mein Coupé. Was machen wir denn jetzt? Ja, ich wollte jetzt in den nächsten Tagen ein Video drehen, beim Coupé, aber das Teil ist noch nicht angekommen. Heißt also, eine Woche Verspätung zu 100%, zu 100%. Ich weiß nicht warum, ich habe es Dienstag bestellt, ist immer noch nicht da. Und heute haben wir jetzt schon Freitagabend, ansonsten weiß ich jetzt nicht mehr. So, ist jetzt egal, in diesem Video wollen wir ja meine Limousine fahren. Kamerahaltung habe ich auch schon mitgenommen. Machen wir Licht aus. Wie gesagt, ich fahre jetzt erst zur Tankstelle. Tanken, 100 Oktan, kein 102, weil ich habe jetzt keine Lust nach Aral zu fahren. Ist ein bisschen weiter weg von mir. Ansonsten muss ich ja noch das Fahrzeug noch abspritzen. Komplett 100% sauber. Ist er immer noch nicht. Ich hoffe, dass wir heute keine Probleme kriegen mit unserem Reifen. Vorne links. Der Rest passt, ja. Oder sollte ich doch die Maschine mitnehmen? Nein, brauche ich ja nicht. Ich habe ja mein Reserverad mitgenommen. Ansonsten würde ich sagen, fahren wir zur Waschanlage, Tankstelle, let's go. Na, wie findet ihr die Perspektive? Besser so. So, 2 Wochen ist es jetzt her, dass ich ihn zuletzt gefahren habe. Jo, springt wie eine 1. ABS-Leuchte leuchtet nicht. Aber dafür unsere Handbremse anschnallen, nicht vergessen. Ich lasse die Cam jetzt ein bisschen laufen. So, irgendwas stimmt mit der Handbremse nicht. Die ist viel zu locker. Oh oh, was ist denn hier los? Das kann so natürlich nicht sein, ne? Irgendwas gefällt mir nicht. Ey, hoffentlich sind die Reifen noch gut, ne? Nicht, dass die gleich auf der Autobahn Probleme machen. Die Lichter funktionieren, alles funktioniert zurzeit. Die Bremsen können sich doch nicht festsetzen in 14 Tagen. Niemals. Glaube ich nicht. Da müssten es ja schon ein paar Monate sein oder ein paar Wochen stehen, bis sie sich festsetzen. Oder nicht, schreib es mal in die Kommentare rein. Sofort Klima aktivieren. Unser E60 stört mich gerade. Ja, wir sind jetzt unterwegs. Reichweite, Verbrauch zurzeit 9,9 Liter. Verbrauch 2 ist klar. Reichweite 242 Kilometer. Normalerweise könnte ich auch in Wuppertal tanken. Aber komm. Nein, 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 nein. Ich habe schon gedacht, der hat berührt unten. Was hat denn jetzt? Okay, kennt ihr das? Ihr fährt los. Und dann kann dies kaputt gehen. Ich habe voll Angst gerade. Genau das habe ich gerade. Irgendwas gefällt mir hier nicht heute. Aber es sind nicht die Reifen. Ja, die Scheibe kann das auch nicht sein. Eieiei, die Scheiben schon. Es ist auch vor 2 Jahren neu gekommen. Obwohl ich die wirklich kaum benutzt habe. Ja, rechts vor links, mein Freund. Ne? So, ihr könnt es nicht glauben. ABS-Leuchte ist jetzt wieder angegangen. Kein Kommentar. Heißt, ABS-Sensor müssen wir auf jeden Fall machen. Ich weiß, es ist eine Piep-Piep-Arbeit. Scheinwischer stören mich. ABS stört mich. Wie gesagt, wo war ich jetzt stehen geblieben? ABS-Sensor müssen wir auf jeden Fall machen. Und ich weiß, dass es wirklich eine schmerzvolle Arbeit ist, sage ich mal jetzt. Aber egal, Janni, ABS-Sensor. Kannst jetzt schon mal bestellen. Auf deinen Nacken, ich habe kein Geld mehr. Die Limo macht normalerweise ja gar keine Probleme. Aber es sind keine Verschleißteile, was soll ich jetzt dazu sagen? Zum Glück ist es noch nicht dunkel geworden, ne? Bei mir muss alles 100% sein im Auto. Mein Bauchgefühl sagt mir, ab 120, ab 130 km werden wir leicht sitzen im Auto. Wegen den Reifen. Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir die buchen lassen. Ich weiß es nicht. Toi, toi, toi. Ach so, 18.07 Uhr zeigt mein Bordcomputer. Wir haben 17.07 Uhr. Und es ist schon dunkel geworden. Quasi fast dunkel geworden. Deswegen, Freunde, bald haben wir wieder den Sommer. Dann können wir wieder vernünftig drehen. Aber ich fahre jetzt wirklich zur Tankstelle. Ich werde es nicht riskieren. Was sagt mein Bordcomputer noch? Außentemperatur 7 Grad. Sehr gut, okay. Weiter, 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 weiter. 9,9 Liter Verbrauch immer noch. Jetzt haben wir hier unser Geheimmenü. Mit der 07 kann ich jetzt sehen, dass wir zurzeit 15,9 Liter im Auto befinden. Heißt also 102 Oktan habe ich hier drin. 15,9 Liter. Aber heute wird es für 100 Oktan reichen, nicht für 102 Oktan. So, ich würde sagen,
Wir sehen uns gleich wieder. Alter Vater, kaum war ich eine Woche nicht draußen. Und zwar die Mütze sitzt jetzt. 1,93 habe ich jetzt bezahlt für 100 Oktan. Ich habe jetzt nur für 20 Euro getankt. Das waren 10 Liter jetzt, ne? Pi mal Daumen, 10, 11 Liter. Finanzkrise sein Vater. So, wie ihr sehen könnt, ist meine Limousine dreckig. Ich lasse den jetzt extra laufen. Klimakompressor arbeitet. Dreckig, dreckig, dreckig. Kennzeichen sitzt. Und zwar, was mir jetzt gerade eingefallen ist, ich muss jetzt kurz Licht anmachen. Jetzt habe ich eine Frage an euch wieder. Kennzeichenbeleuchtung, ne? LEDs oder lieber doch Originale? Bei meinem Coupé habe ich auch noch die LEDs, glaube ich, drin. Beim Cab habe ich wieder die Originalen drin, die gelben. Schreibt es mal in die Kommentare rein, welche wir reinballern wollen bei dem hier. Ne? Einmal kurz reinschreiben, Freunde. 1 Euro, 2 Minuten. Viel Spaß, Fatih, beim Reinwerfen. Ich bin jetzt fertig mit dem Abspritzen. Aber was ich euch sagen wollte ist, wenn ihr hier in Herne seid bei Meister Döner, ne? Ich fange immer in die Box 7 rein. Und zwar, ich will 5 Euro. Euro sind 2 Minuten. Aber hier in der Box 7, es fühlen sich die 2 Minuten hier in der Box 7 an wie 5 Minuten, ja? Und übrigens, wo ich jetzt abspritzen war, hier hinter mir befindet sich ein Lahn, ein Meisterdöner. Eins der leckersten Döner in Herne. Ich war ganz Zeit so am Abspritzen, der Geruch von diesem Dönerfleisch. Aber heute nein, 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 heute kein Cheat Day. Vielleicht morgen. Guck mal hier, das meinte ich jetzt, ne? ABS leuchtet, könnt ihr erkennen. Unser Tank ist jetzt halb voll. So muss das sein. Ich ziehe jetzt meine Jacke aus. Dann fahren wir endlich auf die Bahn. Die Straßen sind sowas von voll, ne? Ehrlich. Ist ja Licht besser? Brauchen wir noch nicht. Aber gleich werden wir auf jeden Fall Licht gebrauchen, weil es dunkel wird. Oh, ja. Oh, 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 shit. Holy shit. Weil der 2.8er kommt direkt quer und die Leute gucken, als wäre ich hier die Feuerwehr. Ey, es hat sich gereift. Spaß beiseite. Jetzt habe ich ein Thema für euch. Ich bekomme ja ab und zu Nachrichten von euch. Vielen lieben Dank für euren Support. Und übrigens, ne? Motor war schon warm. Der ist seit halber Stunde schon am Laufen. So. Da mich viele fragen, Fatih, was hältst du vom Sperrdifferenzial? Sage ich immer meine persönliche Meinung. Wenn du einmal im 2.8er fährst, mit Sperrdifferenzial wirst du nur noch einen 2.8er haben wollen mit Sperrdifferenzial, ja? Meine persönliche Meinung zum Sperrdiff auf jeden Fall kaufen, kaufen, kaufen und Spaß haben. Der 2.8er macht da wirklich Spaß, aber ohne Sperrdiff, I don't know. Ich liebe meine Limousine mit Sperrdiff. Macht einfach Spaß, Laune. Was mir noch eingefallen ist, wir müssen mal eine kleine Inspektion machen. Boah, der leuchtet voll. Eine kleine Inspektion. Ölfilter. Neues Öl, frisches Öl. Da muss ich mal kurz in den Unterlagen gucken, wann ich zuletzt die Zündkerzen gewechselt habe. Da waren auf jeden Fall welche drin von NGK, Platinum, noch was. Habe ich jetzt vergessen. 6 Stück haben mich damals, glaube ich, 47 Euro oder so gekostet. Die würde ich wieder reintun. Gefällt mir auf jeden Fall. Auf jeden Fall Thema Öl. Wir können 5W30 reintun. Wir können 5W40 reinballern. Wir können 10W40 fahren. 0W40 können wir fahren. Schreibt mal in die Kommentare rein, was für ein Öl ihr fährt. Auch von welchem Hersteller. Ich habe jetzt zurzeit gehört, Motul 10W40 soll gut sein. Von Castrol 10W40 soll gut sein. Ich weiß jetzt nicht, welches von Castrol das beste war. Es gibt ja bei Castrol auch verschiedene Modelle. Da war auch ein Öl für Start-Stopp-Funktion. Der war, glaube ich, 10 Euro teurer. 5 Liter Kanister. Und der normale war 28 Euro. Also mein Bauchgefühl sagt mir, baller 10W40 rein, entweder von Castrol oder Motul. Ich bin das Öl auch vom Mobil Super 2000 gefahren. War auch sehr, sehr gut. Also bin ich voll zufrieden. Ansonsten, ja, das war's halt. Schreibt mal auf jeden Fall in die Kommentare rein, welches Öl ihr fährt und von welchem Hersteller natürlich. Ja, ihr seht's, mein Schulterblick und so. Macht das kurz mal aus. Ja, kommt, so geht das auch noch. Falls ihr jetzt fragt, wohin ich jetzt fahre, ich fahre jetzt nach Wuppertal. Ich habe jetzt 80 km drauf, 90 km hatte ich jetzt drauf. Die Reifen, anscheinend sind die alle noch in Ordnung. Wenn die Kamera wackelt, tut mir leid, Freunde, ich habe keinen Kameramann. In den letzten 4, 5, 6 Videos keinen Kameramann gehabt. Finanziell geht es mir nicht mehr gut. Ich kann mir keinen Kameramann mehr leisten. Und was ihr jetzt machen könnt, pausiert kurz das Video. Hier unten links abonnieren. Draufdrücken, Glocke aktivieren und einen Kommentar da lassen. Auf Ehre. Und die 43 seit ein Jahr schon immer Baustelle. Wochenende ist hier komplett alles abgesperrt. Muss immer Umwege fahren. Fuck noch langsam ab.
sorry, ist halt so. Zwei Achter, Sperrdifferenzial. Ja, es macht Spaß. Jetzt fahre ich auf die Autobahn. Ich bin jetzt genau auf der A43 Richtung Wuppertal. So, und wie immer, die A43 ist immer komplett voll. Wenn die Leute nur vernünftig Auto fahren würden. Aber egal, ich sag nichts, ich reg mich nicht auf. Ja, der fährt einfach links rein, ohne zu gucken, auch egal, ne? Beschleunigungsstreifen, ne, ist ja auch da, ein bisschen Gas zu geben. Ja. Und er fährt weiter, jetzt, ach, ich sag heute wirklich dazu nichts mehr, aber gar nichts mehr. Heute bin ich relax unterwegs, die Leute auf der linken Spur ballern. Ja, Siri. Nein, du hast nichts richtig verstanden, Siri. Ich werde mich heute nicht aufregen. Boah, die sind ja hier wirklich weit gekommen. Ich glaube, hier kommt eine Brücke hin. Auf die 43. Dann mache ich die Aufnahmen von oben. Ich schicke den immer hoch auf die Brücke. Ich komme mit dem E92 angebrettert mit 300. Ja komm, 300 nicht, aber 200 auf jeden Fall. Ne? Ihr könnt mir auch wirklich in die Kommentare reinschreiben, was wir alles drehen können mit der Limousine. Eine kleine GoPro hier hin und Tachoaufnahmen oder die Fahrt mit sein. Schreibt es auf jeden Fall rein. Ich würde jetzt ein bisschen beschleunigen, aber keine Chance. Oh, die Scheibenwischer, ne? Eieieiei. Und wenn die Kamera wackeln sollte, sorry, Freunde. Ich habe jetzt 120 km/h drauf. Ist windig. Ich gebe jetzt ein bisschen Gas auf 140. Schneller kann ich nicht, die Autobahn ist voll. Jetzt bremse ich kurz. Oh. Surprise, surprise. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe jetzt beschleunigt bis 140 km/h. Abgebremst. Bis auf 90 km/h. Ich habe mir jetzt frei, wie ihr sehen könnt. Top, ich bin zufrieden mit den Reifen. Heißt jetzt, alle 3 bis 4 Tage vorne links aufgucken. Ja, was soll ich machen? Ich muss ja auch ein bisschen sparen. Beim E92 M3 brauche ich die Inspektion. Brauche jeden Cent, Freunde, ja? Wir haben mittlerweile 17.45 Uhr, Freunde. Und ich muss wirklich sagen, es wird leider dunkel. Ich bin jetzt immer noch auf der Autobahn. Ich habe jetzt 39 Kilometer gemacht. Ich muss wirklich sagen, fährt sich wirklich sehr, sehr gut. Aber ihr wisst ja natürlich, mit dem Styling 24 hatte ich mehr Sicherheit. Hat sich auf jeden Fall besser gefahren. Von der Beschleunigung her, Freunde, muss ich wirklich sagen, es sieht auf jeden Fall besser. Ich mache jetzt eine kleine Pause hier, meine 30 Gramm Whey runterschlucken. Und dann habe ich noch 10 Kilometer vor mir. Ich würde auch sagen, kommen wir nun zum Ende des Videos. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, Freunde, gebt mir jetzt einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, Fahrtszene und wir sehen uns zum nächsten Mal.